Ja, hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Secret Mario Chronicles und wir starten direkt mit dem Level Jungle 1. Ich bin sehr gespannt, was das jetzt hier ist. Aha, sehr Jungle. Also sehe ich jetzt hier eigentlich nicht. Nur im Hintergrund, dort rechts soll es lang gehen. Ich glaube, ich würde eigentlich mal hier links hoch, was auch immer da ist. Vielleicht ein Bonus. Oh, ein Pilz, das ist schon mal gut. Da fängt das Level schon mal gut an. Das kommt mir sehr entgegen. Hier gab es irgendwas. Wie soll man jetzt dort hochkommen? So hier, ganz einfach. Komischer Dinosaurier. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie die Viecher heißen, die Gegner. Das steht ja auf der Webseite. Hoch oder rechts? Ich bin für hoch. Interessant. Ah, das war jetzt dumm. Ah, ich konnte die doch abschießen, stimmt. Das war jetzt wirklich dumm. Jetzt ist die Frage, kann ich hier hoch? Komme ich dort hoch? Ja. Aber hier gibt es nichts Besonderes. Das heißt, wir gehen nochmal hier rechts weiter. Oh, ganz viele rote Münzen. Oh. Das könnte schon fast wieder ein Leben geben. Oh. Das reicht nicht. Ich habe eigentlich keine Lust dazu, dafür mich jetzt extra klein zu machen im Leben. Yeah, so muss es sein. Oh, ich sehe schon wieder böse Stelle. Auf die ich ehrlich gesagt keine Lust habe. Na? Ah. Kann ich die abschießen, die Blöcke? Nee. Ich will einfach aber unbedingt dort rein, wo es die Münzen gibt. Ah, da war ich wieder zu langsam. Warum kann er eigentlich nur in eine Richtung dort raus? Das macht irgendwie gar keinen Sinn in meinen Augen. Jetzt. Oh! Wieder nicht geklappt. Das ist doch blöd. Aber jetzt. Oh, da war ich zu weit. Na? Ah, reicht nicht. Ah. 88 Münzen haben wir schon. Da fehlt mir jetzt was. Ah, ich lasse es einfach. Warum klappt denn das jetzt nicht? Das hat doch vorhin geklappt. Bin ich jetzt zu blöd dafür? Wahrscheinlich. Anders kann ich mir das jetzt ja nicht erklären, warum das jetzt nicht klappt. Ach, blöd. Na gut. Gehen wir hier mal weiter. Ich glaube, ich gehe wieder zu. Ui, was wäre denn das jetzt für ein Manöver gewesen? Komme ich hier auch so runter? Nee, natürlich wieder nicht. Jetzt. Los. Ja. Ach, hier ist eine unsichtbare Plattform. So ist das. Okay. Auch mal cool. Jetzt muss ich bestimmt hier rüber irgendwie und mich dort festhalten. Das war jetzt aber. Ah, ich musste, glaube ich, dort hoch. Okay. Das war aber sehr mutig gewesen. Das wäre fast schief gegangen. Aber wir hatten richtig Glück gehabt. Okay, wir mussten dort lang. Sehr interessant. Verhurtes. Drecks-Mistwolke. Gehe ich dort runter? Hab ich, glaube ich, keine Lust dazu. Aber da gibt es bestimmt irgendwas dort. Ah, komme ich eh nicht ran. Oder? Ah, es war falsch. Schnell ins Ziel. Cool, das Level ging ja schnell. Das heißt, wir können direkt zu dem Level Key West 1 schreiten. Mit 14 Leben, das läuft ja schon relativ gut. Was ist denn das? Naja. Nein! Oh. Na gut, bei noch 13 Leben, da verzichte ich jetzt einfach mal aufs neue Laden. Okay. Bei 12 Leben verzichte ich mal auf das neue Laden, gell?
Aber den Pilz würde ich gerne mitnehmen. Vielen Dank. Ah, und da haben wir ihn schon wieder verloren. Kann ich mir den mitnehmen? Oh, 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 ui, ui, ui. Uff. Ich hätte gern einen neuen Pilz. Und da ist er schon. Na, ja, das klappt ja. Hier sind ein paar Münzen drin. Die holen wir uns einfach mal mit hier. Für ein Leben. Was ist das jetzt hier? Ich ahne nichts Gutes. Ach, diese Lianen, die machen mich auch nochmal verrückt hier. Rüber mit dir, los. Jetzt. Und ab dafür. Kommt er zurück? Ne, der kommt dort unten lang. Und eine große Blume, die brauchen wir. Hm. Uiuiui. Okay. Ganz ehrlich, speichern. Was anderes können wir jetzt ja nie auf den Tisch, auf den Teller sozusagen. Und noch ein Leben, yippie-yay, und wir landen dort nicht getroffen. Aber jetzt. Uaiaiai. Ja. Yeah. Dauerfeuer und durchrushen und ein Pfeil. Und ein Haus. Ist aber süß. Und ein Ziel. Also die jetzigen Level sind da wirklich sehr einfach. Underground. Das ist ja ein richtiges Durchrushen hier. Wie lange spielen wir schon? 7 Minuten ungefähr. Zeig mir meine Uhr an. Also hier fehlt mir so ein bisschen die Underground-Musik. Finde ich. Und Röhren, wo man reingehen kann, natürlich. Das hatte ich aber schon gesagt. Und Stern. Ach so. Wow. Nein! Uff. Ja. Oh, das war jetzt nicht so intelligent. Ein Pilz. Den brauche ich. Danke. Jetzt nochmal hier rein. Gab's hier was? Nee. Immer so wenig Röhren. Das ist nicht schön. Noch ein Stern. Uff, das war aber knapp. Gibt's hier oben was? Wahrscheinlich nicht. Auch wenn man die so von der Seite angeht. Oh, das ist fies. Wie lange geht denn das hier noch? Okay. Das war jetzt wirklich ein bisschen dreist, die Stelle. Halt. Ich glaube, das war jetzt auch relativ dumm, oder? Oder? Nein, war es nicht. Da oben gibt es eine rote Münze, wie auch immer man da rankommen soll. Wahrscheinlich muss man dort. Halt! Mist! Los! Und jetzt auf Zeit nur noch hier durch. Rennen. Und dann kriegt man das auch irgendwie hin. Und ein neues Leben, ja. Yeah.
Und speichern, weil ich vermute, dass dort unten diese komischen Mancher-Viecher sind. Oder auch nicht. Und das war das Level auch schon. Da war. Da ziehen wir richtig durch hier. Es scheinen noch zwei Level in dieser. in dieser Stage, oder wie man es nennt, zu sein. Cool. Ein Pilz. Huch. Ein Leben. Gleich weitermachen. In der klaren Nacht. Wie bin ich jetzt an das Leben gekommen? Keine Ahnung. War das hier drin? Ach, cool das. Oh! Ah, das ist doch zum... Ich sag's lieber nicht, meine lieben Damen und Herren. Nächster Versuch. So, jetzt haben wir natürlich wieder dieses komische. Ach, das kommt dort hinten irgendwo raus. Und jetzt. Gibt's dort oben was? Sieht nicht da noch aus. Aber drüben. Eine rote Münze. Ich spring nochmal hier rüber. Ne, hier ist auch nichts. Oh, puh, das war aber jetzt dort eng. Das waren diese Viecher hinterm Busch. Das war ja auch mal relativ fies. Irgendwie. Uiuiui. Also die Musik hier hätte eher zu dem Höhlenlevel vorhin gepasst. Kann natürlich auch sein, dass die Musikauswahl zufällig ist, das weiß ich jetzt nicht. Aber ich glaube es eher weniger. Und jetzt, dort drüber, was gibt es dort unten? Ich will Dinge, die ich nicht... Ui! Ui, 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 ui. Das hätte jetzt auch schön schief gehen können. Ich springe auch mal blind da drüber. Aber ist mal gleich hier. Und hier unten gibt es genau was? Nix. Wieder irgendwas Unsichtbares. Keine Ahnung. Aber erstmal hier weitergehen. Und sterben. Das Level will ich hier noch knacken, meine Güte. Aber wir haben ja hier vorne wieder das Leben. So, der Pilz, da geht's wieder nach rechts. So, Double Kill. Das Leben gab es dann hier irgendwo, dort. Huch. Ja, natürlich. Ich dich auch. Oh, geh doch nach Hause. Und nächster Versuch. Aber dadurch, dass wir das Leben hier immer kriegen, ist es relativ ausgeglichen. Aber was diese leeren Blöcke hier sollen, das erschließt sich ein bisschen meiner Kenntnis, sage ich. Weiß mal, jetzt wieder das Leben ab hier. Ah, das war jetzt dumm. Aber das war jetzt nicht dumm. Ja, yeah, schöner Doppeltreffer. Aufpassen. Oh, uiuiui. Na.
erstmal so. Und einmal rüber. Uiuiui. Was ist denn das? Ach, dieser komische Pilz, der. Ach nee, Schnee ist das. Der die Gegner freest. Das finde ich auch mal eine coole Idee, aber ich sag einfach mal, ich speichere jetzt mal schnell nochmal durch hier. Dang. So, ein Pilz. Und da ist schon die Tür. Ah. Und rein damit. Und jetzt noch das Level hier. Es heißt World 3. Ach, da sind wir schon in Level in World 3 sozusagen. Das ging ja wirklich schnell. Cool. Ja. Oh, ein Schloss. Sieht so nach Endgegner aus. Und das sage ich einfach mal an der Stelle. Tschüss und bis zur nächsten Folge, wenn wir in World 3 dann weitermachen. Ich speichere nochmal schnell und ja, tschüss, bis zur nächsten Folge Secret Mario Chronicles. Bis dann.